Also, dass jetzt fast 2 Monate ins Land gehen, bis diese neue Folge dann fertiggestellt ist, die ich in Facebook ja zur Umfrage gestellt hatte. Also, wie verbinde ich meine Dreambox mit meinem NAS? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sorry für die, die darauf gewartet haben. Ich hoffe, es waren nicht allzu viele. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß in den nächsten Minuten. Um unserer Dreambox oder unseren Dreamboxen zu ermöglichen, auf das NAS zuzugreifen, sollten wir uns natürlich Gedanken machen darüber, über welches Netzwerkprotokoll das ganze Freigabesystem das passieren soll. Also empfehlenswert ist natürlich hier NFS zu benutzen. Das ist die Linux-Freigabe und nur in Ausnahmefällen, wenn es sich nicht anders konfigurieren lässt, hier den Samba-Server bzw. die SIS-Freigabe zu benutzen. Auf der Dreambox selber, das schauen wir uns dann später an, was da zu tun ist. Als erstes sollten wir auf jeden Fall Vorbereitung treffen auf unserem NAS, was ja normalerweise über ein Webinterface konfiguriert wird. Das habe ich hier schon mal aufgerufen von meinem Synology 1511. Und jetzt schauen wir uns als erstes mal an, welche Netzwerkprotokolle ich hier zur Verfügung habe. Jetzt gehe ich hier in die Systemsteuerung, rufe hier das Freigabesystem auf und dann sehe ich also, der Windows-Dateidienst ist hier aktiviert. Das ermöglicht mir also, eine SIS-Freigabe einzurichten. Das gleiche, ich habe hier die NFS-Dienst aktiviert. Das bevorzuge ich natürlich. Also ich werde versuchen, dann im späteren die Dreambox über NFS auf dieses NAS zugreifen zu lassen. Des Weiteren muss ich normalerweise ein User-Passwort-Kombination erstellen. Also im Prinzip diesen User die Rechte erteilen zu bestimmten Ordnern und des Weiteren normalerweise auch festlegen, über welches Freigabesystem ihr zugreifen kann. Dazu gehe ich in die Benutzerverwaltung und erstelle hier neue Benutzer. Da die Sicherheitsanforderungen von dem Synology hier sehr hoch sind, muss ich mir dann ein zufälliges Passwort erstellen, um sicher zu sein, dass das auf jeden Fall angenommen wird. Ich erstelle erstmal einen Namen, da nenne ich einfach die Dreamboxen alle gleich, also einfach Dreambox. Die Beschreibung kann ich noch eingeben, die ist optional, damit ich später noch weiß, um was es sich bei diesem User handelt. Die E-Mail-Benachrichtigung schalte ich jetzt mal aus, dann erstelle ich ein zufälliges Passwort, da ist jetzt kein Sonderzeichen mit drin. Deswegen nehme ich das auch gleich, kopiere jetzt mal in die Zwischenablage, drücke Übernehmen und mache jetzt gleich Folgendes. Ich gehe mal auf den Desktop zurück und werde jetzt hier mir eine Textdatei erstellen, wo ich also reinschreibe User Dreambox. Und Pass, halt dieses Pass, was da gerade generiert wurde. Weil das kann ich mir sowieso nicht merken und es wäre sehr sinnvoll, wenn ich das vielleicht später dann noch zur Verfügung habe. Zurück auf das Webinterface vom NAS. Dann gehe ich hiermit weiter im Assistenten. Ich mache jetzt hier keine Gruppenzuordnung, ich habe sowieso keine Gruppen erstellt und muss jetzt hier festlegen, auf welche gemeinsame Ordner er da Zugriff haben soll. Also es werde hier alles deaktivieren und werde nur den Ordner Record, da soll er reinschreiben können und lesen können. Über Weiter komme ich hier noch Benutzerkontingent, das will ich auch nicht erstellen. Und die Privilegien auf Anwendung werde ich hier auch alle deaktivieren, weil dazu soll er keine Rechte haben. Dann ist das im Prinzip fertiggestellt. Und ich sollte jetzt noch schauen, wie dann die Konfiguration auf NFS-Berechtigung auf dem Ordner ist, die ich gerade da mit der User-Passwort-Freigabe erstellt habe. Also hier der Ordner Record, da steht jetzt als Beschreibung meine Aufzeichnung. In dem Ordner Record befindet sich übrigens noch ein Movie-Ordner. Das erkläre ich dann später noch, dass das notwendig ist bei bestimmten Sachen.
Und dann kann ich hier die NFS-Berechtigung also nochmal im Prinzip genau konfigurieren. Es soll also lesen, schreiben soll auf den Ordner möglich sein. Es darf jeder Client im LAN, also ich kann jetzt hier im Prinzip auch nochmal genau einstellen, welche IP darf eigentlich diese Rechte besitzen. Und sehr wichtig ist auf jeden Fall für den Mount-Prozess nachher, also für das Mounten, sich diesen Pfad hier zu merken, ja, weil den brauchen wir auf jeden Fall nachher noch. Vielleicht schreiben wir uns den auch gleich in die Textdatei rein. Pfad, das war Volumen 1, Rekord, glaube ich. Gucken wir nochmal nach. Genau, Volume 1 und Rekord. Vorne fehlt noch der Slash. So. Damit ist das dann fertig und wir können jetzt zur Konfiguration der Dreambox übergehen, wo es jetzt also dann weitergeht. Um dann eine NAS auf einer Dreambox zu mounten, gibt es jetzt natürlich verschiedene Wege. Da es sich aber um ein Tutorial handelt hier für Einsteiger, sollte es nach Möglichkeit so einfach wie möglich auch zu handeln sein. Deswegen habe ich mich hier für die Variante mit dem Netzwerkbrowser entschieden. Um den zu installieren, begeben wir uns, wie wir es schon kennen, ins Plugin-Menü und dann gehen wir auf Erweiterung verwalten, warten dann, bis der Softwarekatalog geladen ist. Dann bewegen wir uns auf den Menüpunkt Netzwerk und dort installieren wir dann den Netzwerkbrowser. Ich habe das natürlich hier schon vorbereitet. Installiert den einfach auf den üblichen Weg. Danach wird ein Enigma-Neustart notwendig sein. Und wenn die Box dann neu gestartet ist, gehen wir ins Menü, begeben uns hier zum Menüpunkt Einstellungen, dann gehen wir auf System und dann Netzwerk. Jetzt sind hier verschiedene Menüpunkte noch dazugekommen zu den üblichen Menüpunkten. Wollen wir uns mal nacheinander anschauen. Also wir haben jetzt hier einen Netzwerkbrowser. Dort werden also automatisch nach Netzwerkfreigaben, die CIFS oder NFS beinhalten, gesucht. Dann haben wir Freigabemanager. Da gibt es noch verschiedene Untermenüpunkte. Zum Beispiel können wir hier als erstes mal unseren eigenen Namen der Dreambox hier ändern, so wie er im Netzwerk erscheinen soll. Das lasse ich allerdings jetzt mal so und gehe dann mal zurück auf den Menüpunkt davor und gehe hier auf den Netzwerkbrowser. Jetzt werden alle Freigaben, die die Dreambox hier bzw. das Plugin gefunden hat im LAN, werden hier aufgelistet. Und bei uns handelt es sich halt um das NAS, also Synology 1511. Da machen wir einfach einen Klick darauf und dann wird hier abgefragt, ob wir einen Benutzernamen und ein Passwort für den Rechner eingeben wollen. Das ist notwendig auf jeden Fall, wenn euer NAS, wie schon am Anfang erwähnt, keine NFS-Freigabe ermöglicht, sodass ihr also auf das TIFS-Protokoll ausweichen müsstet, dann ist Benutzername und Passwort auf jeden Fall dringend notwendig, ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Ich begebe mich mal auf Ja und sage jetzt hier Benutzername. Das sind die Daten, die wir also vorher ja in unserem NAS hinterlegt haben. Da gebe ich jetzt den Username ein, der da Dreambox heißt. Und als Passwort hat das Passwort, was wir im NAS festgelegt hatten. So, wenn das Passwort auch fertig eingegeben ist, können wir das Ganze mit OK speichern, was dann auch getan wurde. Und jetzt nochmal mit einem Klick auf unser NAS kommen wir also hier zu der Freigabeauswahl. Das sind die Ordner, die also dem NAS, die unserer Dreambox hier über das NAS zur Verfügung stehen. Ich wähle hier die Rekordfreigabe aus, habe jetzt hier die Option, das Ganze zu deaktivieren oder zu aktivieren und ändere als erstes natürlich mal den lokalen Freigabenamen. Das ist also der Mount-Name, so wie er dann in der Dreambox erscheinen wird zur weiteren Benutzung. Da könnt ihr einen freien Begriff eingeben. So, wenn ihr damit dann zufrieden seid, könnt ihr eigentlich die restlichen Sachen so lassen. Sollte die Dreambox
Das ist ganz wichtig. Sollte die Dreambox keine Festplatte intern oder extern schon gemountet haben. Das bedeutet, habt ihr schon einen Mountpunkt, der sich da nennt MediaHDD und MediaHDD Movie, dann könnt ihr hier das auf Ja setzen und dann wird im Prinzip dieser Mountpunkt als HDD-Ersatz genutzt. Ja? Ich lasse das jetzt auf Nein. Jetzt werdet ihr gleich sehen, warum. Die Freigabeoption unten könnt ihr so lassen, das ist in Ordnung. Dann wird das Ganze hier aktiviert und gespeichert. Dann kommt hier nochmal der Hinweis, dass das Ganze aktiviert wurde. Und jetzt können wir das im Prinzip hier auch schon verlassen, gehen also über Exit rein, raus und können über den Freigabemanager mal unsere Freigabeverwaltung aufrufen. Und dann sehen wir also diese Eingaben. Und wir sehen, der hat dieses Minuszeichen nicht übernommen als Name. Das soll uns jetzt auch egal sein. Und mit Schließen können wir da wieder rausgehen. So, wenn wir jetzt diesen Mountpunkt benutzen wollen, um zum Beispiel unsere interne oder extern angeschlossene HDD zu ersetzen, um direkt Filme darauf aufzunehmen, dann können wir natürlich in der Dreambox hier auf Aufnahmepfade gehen und können jetzt hier den Standard-Filmlistenort und das Timeclip-Verzeichnis halt ändern. Dazu wählen wir das aus, drücken OK, dann kriegen wir dieses bekannte Select Location Fenster. Und wie gehen wir jetzt hier vor? Also wir sehen unten schon Lesezeichen, die angelegt wurden. Das ist also, weil, wie gesagt, ich habe hier eine interne HDD verbaut, deswegen ist hier als Lesezeichen auch HDD Movie schon eingetragen und ja auch gemountet als Standardpfad zum Aufzeichnen. Den will ich jetzt aber ändern. Was muss ich dafür tun? In diesem Fenster muss ich halt die Menütaste drücken, damit ich oben in die Dateiliste wechseln kann. Das habe ich jetzt getan und kann mich jetzt halt in dem Directory hier bewegen und gehe dann so weit nach oben, bis ich halt meinen Mountpunkt hier sehe. Das ist der NAS Record. Da jetzt noch nicht OK klicken, drücken, sondern einfach mal reingehen und dann hieß diesen Movie-Ordner auf jeden Fall. Dann erst OK drücken, damit ihr, also ihr seht jetzt oben den kompletten Mountpfad und der muss auf jeden Fall so ausgewählt sein und das gleiche tut er jetzt bei Timeshifting Verzeichnis. Könnt natürlich jetzt unten, eigentlich könnte man unten schon den Standardpfad dafür nehmen, ja, MediaNet Synology. Ich weiß nicht, warum man den jetzt da nicht auf unser NAS Record nicht auf zeigt. Das werden wir aber gleich ändern, denke ich. Drücke jetzt nochmal OK und das war es dann auch schon. Mit Speichern ist die ganze Sache übergeben und wenn ich jetzt mich hier rausbewege wieder und ins Menü gehe, beziehungsweise mal einen Sender aufrufe, dann kann ich jetzt hier mal eine Aufnahme starten auf dem üblichen Wege. Aufnahme wurde gestartet. So, um zu beweisen, dass er wirklich auch nicht auf die interne Festplatte aufnimmt, sondern auf unseren NAS, gehe ich einfach mal mit der PVR bzw. Videotaste in die Filmauswahl und dann sehe ich hier schon, ja, irgendwie ist das nicht das Richtige, was er mir da anzeigt. Das ist irgendwie eine andere Sendung, also stimmt doch hier was nicht. Also, aha, oben steht aufgenommene Dateien HDD Movie, das ist also die interne Festplatte. Ich will jetzt aber natürlich die Daten sehen von unserem schon gesetzten Mountpunkt. Deswegen rufe ich jetzt mit einem nochmaligen Drücken der PVR-Videotaste halt diese Select Location nochmal auf und kann jetzt unten einfach über Lesezeichen den Mountpunkt, wo halt die Aufnahmen liegen, ändern und dann sehe ich hier, wird der Rote Rosen halt einfach aufgezeichnet. Ja? Soweit, so gut. Ich hoffe, es war in dieser Art und Weise irgendwie verständlich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit auch noch nachfragen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.